Ja, hallo Täschchen, ich bin es, euer Heiner. Ach, was ist das denn jetzt kalt geworden, sag mal. Nee, du, dann lieber noch ein paar heiße Tässchens Kaffee und dann geht das ja. Ja, nun haben wir doch schon im Dezember, nicht? Und was soll ich sagen, das Brummelbärchen von SPD hatte doch tatsächlich noch geschafft, und sich da durchgesetzt gegen das junge Gemüse und der immer dazwischen gesabbelt hat, nicht? Dieser, ja, dieser Lasche, Laschet, genau, Laschette. Ja, nur haben wir das aber dran. Und was soll ich sagen? Die Regierung plant doch dann tatsächlich nochmal alle zuzumachen, ne? So ein Lockdown, das ist ja jetzt wieder so modern wie letztes Jahr. Und selbst da mochten wir das schon alle nicht, denke ich mir mal, ne? Weil die ganze Wirtschaft und alles geht ja jetzt vor Hunde wieder. Nee, die Kinos zu, die Kneipen zu, Restaurants müssen nur noch so aufbleiben, dass die da ja so praktisch to go machen, ne? Das kennt man ja vom Kaffee, wenn man unterwegs ist, ne? Von einer leckeren Kaffee. Hier Dings Filiale, ne? Die, naja, die Marken muss ich ja nicht nennen. Die kennt er ja alle, die so einen Kaffee da haben, ne? Also, ich mach ja lieber meinen Kaffee zu Hause. Und was soll ich sagen? Letztes Mal, da ist mich ja Angst und Bange geworden. Nee, du. Ich dachte, ich müsste mir das erste Mal seit ganz langer Zeit wieder eine neue Kaffeemaschine zulegen, ne? Aber dann habe ich das Ding mal auseinandergenommen und dann nochmal ordentlich durchgespült. Ja, da habe ich ja gedacht, mich trifft der Schlag beim Kacken, sag ich euch. Nee, das ist ja voll gewesen. Und dabei habe ich es doch immer mal so ausgespült, ne? Nee. Und außerdem, das wäre ja Verschwendung gewesen. Die gute Kaffeemaschine, die ich habe, ist jetzt 30 Jahre alt. Also, das muss noch ein bisschen gut gehen, sag ich mal, ne? Ja, mit diesen neuen Dasimos und das andere, was es da gibt. Diese Kapselmaschinen, ne? Da komme ich ja gar nicht mit klar. Ich hab das mal, wo ich bei einem Freund war, mitgekriegt. Das Ding, das faucht dich ja dermaßen an. Da kriegst du ja Angst und Bange bei. Nee, nee, nee. Das kann ich nicht gebrauchen. Und außerdem, ich weiß auch nicht, was soll ich mir dann für eine Marke holen? Die Marke, wie gesagt, hat doch schon über 30 Jahre gut gelaufen. Muss ab. Dürfe das da. Das geht ja nicht. An geht das nicht. Ab jetzt ist ja nur noch Streaming da dran, ne? Stremming. Ja, das, was man da im Internet so angucken kann, ne? Und sich da gegebenenfalls mal auf das Handy drauf packen tut. Ach, nee. Stremming. Ja, das ist ein Thema für sich, ne? Das Stremming. Habe ich mir auch letztens mal geguckt, dass ich da so einen schönen alten Schinken gefunden habe. Und dann wollten sie mir keine Videokassette davon noch zuschicken. Gibet nicht mehr, sagten die. Das gibet schon seit 10, 15 Jahren nicht mehr. Da war ich aber auch wieder angepisst. Nee, die moderne Zeit hat ja für sich schon was Gutes. Man kriegt allen möglichen Schnickschnacks, was wir ja schon letztes Mal so ein bisschen besprochen haben, ne? Aber nee. Das VHS-Dings, ne? Gibt ja auch noch Hi8 und sowas, aber das gibt es heute ja auch nicht mehr, ne? Die machen das jetzt alles nur noch digital. Ja, und dann habe ich das doch in der Zeitung noch gehört und im Radio gehört und gelesen. Klassiker, nicht? Da strebt man das dann, oder? Man hat Glück bei diesen Dingen, wo ihr mich jetzt drauf hört, ne? Dieses rote Du YouTube, ne? YouTube. Da könnt ihr doch bei der Tube auch mal ausquetschen und die Filme gucken. Tja, da zeigt sich, das Neue ist nicht immer gut. So, und jetzt gönne ich mir noch ein Tässchen Kaffee und guck mal, was der Olaf da so rummacht demnächst, wenn er dann mal der Kanzler ist.
Ja, und der Frau Merkel eine gute Rente, hat ja genug gemacht, ne? Und jetzt kann es ja nur interessanter werden, ne? Müssen wir mal schauen. Tschüss, euer Heiner.